gleich zwei Verehrer. Neue Single Jenna Niston ist mega begehrt. Da hat jemand die Qual der Männerwahl. Seit Februar ist Hollywood-Ikone Jennifer Aniston, 49, ganz offiziell wieder zu haben. 7 Jahre lang war sie mit dem Schauspieler Justin Theroux, 46, zusammen, davon waren sie 2 Jahre sogar verheiratet. Wer jetzt aber glaubt, dass sich die Blondine erst einmal wieder auf dem Singlemarkt zurechtfinden muss, liegt meilenweit daneben. Die Friends-Beauty ist begehrter denn je. Wie ein Insider USW Glü verraten hat, reißen sich derzeit gleich zwei Männer um den prominenten Neusingle. Bei dem ersten gemunkelten Kavalier handle es sich um einen Technik-Titanen. Ein gemeinsamer, enger Freund soll ihn vorgestellt haben. Er hat sich kürzlich von seiner Ehefrau getrennt und versucht jetzt, Jen für sich zu gewinnen. Das Techtelmechtel halten sie streng geheim, will der Berichterstatter wissen. Der zweite Ringer um das Herz der Blitzlichtschönheit sei jemand aus der gleichen Branche, ein Produzent, den sie vor einigen Monaten kennengelernt hat, als sie zusammen an einem Projekt arbeiteten. Wie diese Dreiecksbeziehung auch ausgehen sollte, eines scheint festzustehen: aus dem spekulierten Liebescomeback zwischen den Ex-Eheleuten und Brad Pitt, 54, wurde wohl doch nichts.